Morgen! Normalerweise ist das nicht meine Zeit, aber ich muss heute früh aufstehen, weil Freitag der 13. ist ja normal so ein Unglückstag von vielen Leuten, ne? Für mich war es jetzt keiner. Gleich kommt mein Bruder vorbei mit dem Trailer, beziehungsweise wir holen den Trailer ab. Ich habe was gekauft, was getrailert werden muss. Gestern ist noch meine Schwalbe zurückgekommen, ne? Schon mal vielen Dank an den Martin, der das Ding für mich zusammengeschraubt hat. Und ja, jetzt ist das Teil zurück und jetzt werde ich mal eine Runde mit drehen in der Zeit, bis mein Bruder kommt. Ja, und dann mal gespannt, was ich da gekauft habe, ne? Ich bin jetzt auch gerade übrigens in meinem übelst krassen Golf, GTI TCR. Vielleicht mache ich da auch nochmal ein Video drüber, weil das ist mein Alltagsauto, ist mein Daily. Ja, es sind ein paar Sachen, die sind eigentlich ganz cool und es sind ein paar Sachen, wo mich stören und die so in den Videos, die ich damals über das Auto geguckt habe, bevor ich mir den geholt habe, nicht so gewusst habe. Vielleicht interessiert das den einen oder anderen. Ich weiß, die meisten Leute, die mir followen oder abonnieren oder was auch immer, sind halt BMW-Menschen. Ne? Deswegen kann es sein, dass ich das auch nicht mache. Ne? Wenn ihr das dementsprechend nicht so cool findet, lasst mich wissen. Wenn ihr es cool findet, lasst mich auch wissen. Bis später. So, jetzt nochmal, aber erste Versuche nicht geklappt. Wir sind jetzt mit meinem Bruder seinem Hyundai i30 N Performance, brachiale 275 PS. Das Ding geht wirklich gut. Ja, das Teil hat alles aus Carbon, Alter. Carbonstreben vorne, hinten, diagonal, quer, unten drunter, einmal drumherum, Schleifchen, alles dabei. Was das Auto auch hat, ist eine Anhängerkupplung, ne? Was man so braucht in so einem Performance-Gerät. Wir fahren jetzt Geld holen und dann holen wir den Hänger. Und dann hole ich meinen nächsten Schrotthaufen, weil ich ja nicht genug Projekte habe. Und ja, wir sehen uns dann, wenn wir den Hänger holen. Ciao! Ach, guck mal, Timing. Ist gerade kommen. Ja. So, jetzt geht's Hänger holen, Alter, Hänger! Ne, den Transporter nicht. Aber den Hänger wahrscheinlich. Bam! Was sagst du zu meinem Schrott? Sehr gut! Feinste Substanz! Denk Performance-Style! Ja. Weitwinkelobjektiv. So, also wir haben jetzt das Ding endlich mal an seinem Platz. Ich habe noch viel an der Schwalbe gemacht, weil ja, ich bin vorhin eine Runde mit der Schwalbe gefahren, mal schön 2 Kilometer Feldweg gefahren und wieder zurück. Ich sage, okay, funktioniert, ne? Ich komme mit klar, weil ich bin sowas noch nie vorher in meinem Leben gefahren. Also ich fahre jetzt mal zum Kollege vorbei, da hat so einen Reiterhof, das ist coole Landschaften so. Und dann macht es aus. Dann habe ich da erstmal direkt 400 Meter Schwalbe schieben können. Ne? Lässt sich gut schieben. So, aber jetzt kommen wir mal zu meinem Neuerwerb. Ich habe ja eigentlich gesagt, ich kaufe nichts mehr, weil ich einfach keinen Platz mehr habe, weil ihr seht, ich habe einfach viel zu viel. Aber ein Kollege von mir hat mir am Donnerstag Nacht einen Link geschickt, aus Kleinanzeigen gemacht, ey Micha, ey, da ist was für dich, ne? E30 325 ETA, ne? Diamant schwarz,
für ein 1000er Verhandlungsbasis. Oh yes, ey, 1000 Euro Verhandlungsbasis. Das Ding steht direkt zwei Orte von mir weg, beziehungsweise drei oder vier, also nicht weit. Also ich fahr hin und guck mir das Teil mal an. Hingefahren, netter Verkäufer, ist eine Werkstatt, selbstständig der Mann. Hat noch 1er Golf Cabrio rumstehen gehabt, alles mögliche, ein paar Schrottautos, ne, und das Ding halt mittendrin. Ja, und dann macht der Herr, der hat das Auto vor 10 Jahren gekauft oder so, hat frisch TÜV drauf gemacht und hat zwei Runden damit gefahren um den Block oder so und es wäre ihm zu langsam. Dann hat das Ding einfach hingestellt, 10 Jahre liegen lassen. Dann hat er zwischenzeitlich irgendwie an irgendeinem aus Duisburg oder so, wollte das komplette Auto verkaufen, aber der wollte nur Karosserie, Rollbar haben mit Motor und das war's. Ne? Alles andere hätte er ausbauen sollen, können, dürfen. Dann hat er das Ding komplett geschlachtet, deswegen ist auch gar nichts mit drin. Es sind kein Lenkradschloss mit drin, Alter, keine Schlösser, keine Türgriffe. Das Auto ist wirklich innen komplett eigentlich leer. Ich bin eigentlich von ausgegangen, ich kaufe das Teil für zum Schlachten. Ja, ich komme dann an, guck mal, wir können ja mal gucken, ne? Jetzt habe ich aber eigentlich schon verraten, was es ist, ne? Ne, ich habe es noch nicht verraten, was es ist, ne? Weil ich bin ja kein M20-Spezialist. Er hat mich so gesehen, okay, das sieht auf jeden Fall nicht original aus, ne, weil der Etta, der hat die Schläuche hier für diesen Leerlaufregler, das saugt alles hier hinten. Und da habe ich erstmal Kollegen angerufen. Gruß erstmal an Albi und Ahmed für den Telefonsupport, auch wenn es über Lautsprecher war und der Verkäufer alles mitbekommen hat. Das war natürlich für die Preisverhandlungen sehr von Vorteil. Und zwar ist das auf jeden Fall eine 325er Ansaugspinne, ne? Dann, was noch geil ist, das Teil ist genau zwischen erst 87, also zwischen Januar und September 87 gebaut worden. Das heißt, das ist eigentlich eine 129 PS Etta Maschine. Müsste normal da drin hocken. Ne? Dann habe ich das Teil gekauft, scheißegal. Und dann daheim ist mir gekommen, ja, da gibt es doch so Umbauvarianten. Ne? Variante 3 ist das. Und da ist dann der 129 PS Etta Block genommen worden. Mit dem 325er Kopf. Mit der kompletten Ansaugspinne etc. Und dann hast du 180, 190 PS aus dem Motor rausbekommen. Mit ein bisschen Verdichtung erhöhen. Ne? Ja, ist doch, oh, geil. Vielleicht ist es so ein Umbau, ne? Schon richtig gefreut darauf. Okay, ne? Nächsten Tag habe ich das Ding dann geholt mit dem Hyundai. Haben wir ja gesehen gehabt, ne? Da ist das. Ist okay, hol mal ab. Und ich guck, was für Kennung drauf ist, wenn ich das Teil abstehen habe. Das habe ich jetzt gerade gemacht, deswegen dreckige Hände. Aber ich will noch auf was zukommen, ne? Und zwar steht jetzt hier im Schein, 126 kW bei 5800 Touren. Da hast du nämlich gesagt, 126 kW, das sind auf jeden Fall mehr wie 129 oder 122 PS. Weil 1 kW sind 1,36 PS. Und macht der, er hat keine Ahnung, hat das Auto so gekauft und er will es nur weghaben. Ist ja okay, ne? Da habe ich überlegt, die Leistung ist eigentlich ein 325i-Motor. Aber in den Papieren steht hier auch 325 Etta. Also was habe ich jetzt hier gekauft? So, ich habe jetzt nachgeguckt, ich weiß, was ich gekauft habe. Und zwar ist da jetzt momentan verbaut ein M20B25 Cutlos. Warum Cutlos? Ja, warum weiß ich nicht, warum er Cutlos eingebaut ist, aber der Cutlos hat eine höhere Verdichtung und er hat 126 kW und der andere hat 125 kW. Der hat quasi 1 kW mehr. Und die Cutlos-Motoren sind richtig hart gesucht. So, jetzt aber, das ist noch nicht alles, ne? Bin dann bei dem Typ ein bisschen rumgegangen und hab geguckt, was er noch da so rumfliegen hat. Und hat er unter anderem, der liegt jetzt halt Freestyle hier noch drin, einen kompletten Motorblock liegen gehabt, ne? Und jetzt ratet mal, was für eine Kennung der hat. 27,6K oder sowas müsste sein, ne? Also das hier ist ein 129 PS Etta Motor. So, das Geile ist, da ist die komplette Kurbelwelle drin, der komplette Kurbeltrieb ist drin. Dann habe ich hier noch ein kompletter Satz Bläuel, die bearbeitet wurden, das sind Haarschaftbläuel. Dann habe ich noch eine Rechnung dabei gefunden bei den so dicken Unterlagen von der Firma Kolb Motorsport. Und eine komplette Umbauanleitung für Turbo umzubauen. Also da wurde irgendwas Krasses gemacht. Das werde ich die Tage noch rausfinden, was damit los ist. Jetzt halt die Überlegung, was mache ich mit dem Auto? Ehrlich, die Karosserie? Ja, also wenn man es jetzt in Schulnoten ausdrücken müsste, er hat eine 4. Also er hat Rost an den Endspitzen, links und rechts, beide. Die Kotflügel-Produktionsaufnahme vorne links. Gegen das hier ist komplett Fritte. Und das war's. Ah, im Gaspedal hat er noch Rost. Weil er leer ist, konnte ich ihn super gucken. Und Innenradlauf
finden links, glaube ich, hat noch ein bisschen was, aber nicht viel. Plan ist jetzt, morgen kommt der Lackierer vorbei, der guckt sich den Wagen an, wie er jetzt ist. Ich habe eigentlich alles da, also Kotflügel links und rechts habe ich da. Ich habe noch Radläufe, für hinten habe ich noch da für ein Vor-Facelift. Die Karosserieendspitzen habe ich nicht, aber die Kosten gibt es als Nachbau von Wetzel, was nicht, 30, 40 Euro oder sowas. Also die gibt's, die sind nicht teuer. Sehr, sehr wahrscheinlich, ich werde den 325 jetzt zum Leben erwecken. Vorhin, wo ich drunter gelegen habe, hat das auch alles so Sinn ergeben, weil da sind ein Haufen Schläuche drin, die sind komplett neu. Da sind noch die BMW-Aufkleber drauf, die sind halt komplett verblasst. Aber dann müsst halt die Brücke nochmal runter, das mal schön machen, das Zahnriemen mal angucken, ob der... Also ich will den auf jeden Fall tauschen, ich will da gucken, ob er läuft. Wenn der Zahnriemen nicht jetzt irgendwie total porös ist, werde ich den mal beulen lassen, in der Hoffnung, dass er vielleicht anspringt. Wenn der Motor wieder läuft, dann will ich mir das Auto fertig machen. Das heißt, ich packe da wieder einen Innenraum rein. Ich habe noch einen Vor-Facelift-Teppich. Ich mache Sitze rein, ich mache eine Rücksitzbank rein, weil irgend so ein Idiot hat da was nicht. 38 Zoll Subwoofer oder 38 cm große Subwoofer da reingemacht und hat halt das Blech hinten zerschnitten, ne? Wo ich mir denke, Alter, dümmer geht's nicht. So, was kommt noch hinzu? Was cool ist an der Karre, was noch dabei war, beziehungsweise ich habe auch die Fahrgestellnummer direkt ausgelesen. Das Auto hat Shadowline, die ist auch komplett da und vollständig. Ich habe bloß leider hier so eine kleine Macke hier, aber kann man wieder austauschen, ne? Vielleicht ist das sogar mal, es könnte sogar sein, dass das eine Chromne gewesen war und die hat jemand nachgerüstet bzw. ausgetauscht. Was ist noch dabei? Hartgespoiler. Dann Johnny Hill Lippe oder Johnny Sports Lippe, das ist diese Sportlippe, ist noch da mit dabei. Outdoor Serie eigentlich auch noch Nebelscheinwerfer gehabt, aber Vor-Facelift Nebelscheinwerfer, oh, das kannst du mit Gold aufwiegen, ultra teuer. Ja, jetzt muss ich mal gucken, ich bräuchte halt noch einen Auspuff, der ist leider nicht dabei und leider fehlen mir auch die Rückleuchten, ne? Also mache ich dann wieder Scheinwerfer rein, Rückleuchten rein. Was ich noch vorhin gesehen habe, neu ist ein Pendelstützen, Fahrwerk ist neu, ist ein Bildsteinfahrwerk drin, vorne wie hinten. Der Motor sieht auch irgendwie aus, als wäre der mal überholt worden, also obwohl der Motor jetzt da schon 10 Jahre drin ist, da ist kein Ölschlamm irgendwo dran, also der Motor sieht sehr, sehr frisch aus dafür, dass er ewig da rumsteht. Laut Tacho hat die Karosserie 288.000 runter und habe noch zwei Satz 15 Zoll Kreuzspeichel noch hinzugekauft. Ne? Ja, das war's. Die Tage gibt es noch ein bisschen mehr dazu, ein paar Bilder und dann werde ich mal ausräumen und mal gescheit sauber machen. War schon in der Waschstraße gewesen, wie wir es im Video gesehen haben. Und dann gibt das vielleicht so ein Low-Budget 325i-Projekt, warum nicht? In dem Sinne... deabonnieren, beleidigen und meine Mutter am besten noch irgendwie dummer machen. Ciao.